Hallo allerseits. Als ich mich mit Grenzregionen beschäftigte, kam mir irgendwann der Moment, an dem sich die Idee einstellte, wie wäre es, wenn den Leuten die Nationalstaaten auf den Geist gehen und sie plötzlich alle ihre Länder verlassen und in Richtung ihrer Grenzen des Staates auswandern und sich dort ansiedeln. Dann würde sich das gesamte Staatsgebiet entleeren und alle würden an den Grenzen entlang leben und Randstädte bilden. Und als sich mir diese Idee einstellte, dachte ich mir, diese Idee muss ich ausspinnen. Das ist hochinteressant, weil dadurch dann ein Netz von Randstädten entstehen würde, das die ganze Welt umfasst und eine große Stadt bilden würde. Die Menschheit wäre dann vereint. Eine solche Vorstellung hat ihren ganz besonderen Reiz. Und ich habe das dann mehrfach gezeichnet und durchgespielt. Und ich denke, man kann das Thema unendlich lange weiterverfolgen, weil es so viele Anforderungen an denjenigen stellt, der sich das ausdenkt. Ob sich das jemals verwirklicht, ist die Frage. Brauche mich auch nicht beschäftigen, aber der Gedanke ist sehr lustig und hat sehr viel politischen, interessanten Gehalt, weil er einen friedlichen Übergang von der Nationalstaaterei hin zu einer ganz anderen Gesellschaft, offenen Gesellschaft, aufzeigt. Hinter mir befindet sich unten Haarlem. Ich sehe das hier von der Morningside aus. Die Morningside ist ein hoher Felsrücken, der sich auf der westlichen Seite von Manhattan entlang zieht. Und dieses Haarlem unter mir liegt genau in Richtung Osten. Man sieht von hier aus nach Nova Amerika, wenn man es genau nimmt. Ganz in der Ferne ist Frankfurt-Ober, Slubice zu sehen. Natürlich nur mit dem geistigen Auge. Ich wünsche allen viel Spaß mit meinen Arbeiten und Grüße aus Manhattan. Ciao!